hier heute in Landshut, Mona Bartel zu Gast. Und Mona, wir werden jetzt ein paar Fragen stellen. Du beantwortest sie natürlich gerne hier im Rahmen von MG Live, Magnesiumpräparate. Und wir fangen direkt an. Du bereitest dich ja gerade vor. Es steht ja was an. Du bist ja immer wieder unterwegs, aber jetzt ist doch was Wichtigeres auf dem Plan, nämlich das Grand Slam Turnier in New York. Wie bereitet man sich vor? Ja, natürlich so viel wie möglich trainieren auf Hardcourt. Dann gibt es ein paar Vorbereitungsturniere, werde ich jetzt schon bald rüberfliegen, in Toronto, Cincinnati, New Haven. Und dann geht's los mit den US Open. Und dann versuchen einfach, sich an die Bedingungen zu gewöhnen, ein paar Matches zu kriegen, einfach den Rhythmus zu finden, Spielpraxis. Und dann, dann geht's los. Dann ist es ja so, dass du die Top 20 anpeilen würdest, dass du da dabei bist. Ich meine, Top 20 ist schon eine Hausnummer. Ich meine, mein höchstes Ranking war einmal 23, also ich war schon einmal ganz dicht dran. Und am Anfang des Jahres stand ich noch 180. Ich meine, ich hatte ein schwieriges letztes Jahr, wo ich lange krank war. Und innerhalb von ein paar Monaten habe ich es jetzt wieder in die Top 50 geschafft. Habe das ganze Jahr nicht viel zu verteidigen. Also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wenn ich noch ein paar gute Turniere spiele, ist da auf jeden Fall noch einiges möglich. Und dann schauen wir, für was es reicht. Aber Top 20 wäre natürlich erstmal so ein Ziel, was mir auch persönlich sehr wichtig wäre. Meine Krankheit ist immer nicht so ein schönes, positives Thema, wobei es doch eigentlich auch in dem Fall positiv geworden ist, denn du hast dich zurückgekämpft. Jetzt ist die Frage, viele schaffen es ja nicht. Die sind krank oder es passiert irgendwas. Wie hast du es geschafft? Wie gesagt, letztes Jahr war wirklich schwierig und ich war natürlich auch bei vielen Ärzten und keiner wusste genau, was es war, was eigentlich los mit mir war. Von daher konnten sie mir auch nicht wirklich helfen. Und dann schaut man natürlich auch ein bisschen in die alternativen Richtungen. Was kann man machen über die Ernährung, über irgendwelche Nahrungsergänzungsprodukte oder sonst irgendetwas. Und dann bin ich irgendwann auf diese Produkte aufmerksam geworden. Und ich habe natürlich vorher auch schon gelesen, wie wichtig Magnesium überhaupt für den Körper ist und an wie vielen Stoffwechselprozessen es beteiligt ist. Und ich fand diese Idee einfach super, dass man es halt auch über die Haut aufnehmen kann, weil sonst schluckt man es normalerweise und wenn man zu viel nimmt, dann gibt es immer so ein paar Nebenwirkungen und sowas. Das dürfte jedem Sportler irgendwoher bekannt sein, was dann so passiert. Wann genau nimmst du das Produkt? Ja, ich habe es immer in meiner Tasche mit dabei. Sehr gut. Also so, dass ich nach jeder Einheit oder so kann ich mich die Muskeln, die ich gerade besonders beansprucht habe oder wo ich es vielleicht ein bisschen spüre, kann ich damit einsprühen. Ich benutze es auch sonst immer abends vorm Schlafengehen auch nochmal. Ich finde es super, gerade am Ende des Tages, weil es einen auch so ein bisschen müde macht und man hat dann ganz besonders immer einen guten Schlaf danach. Und ich war natürlich am Anfang, wollte ich es erstmal ausprobieren, schauen, ob es mir hilft. Aber jetzt benutze ich schon über einige Monate und ich muss wirklich sagen, ist schon so eine Routine entstanden. Und ich merke einfach, dass es mir hilft, dass es mir für meine Muskeln, für mein allgemeines Wohlbefinden einfach, ich mich nochmal besser fühle.